Im brasilianischen Bundesstaat Amazonas brennen mehr Feuer als je zuvor. Verglichen mit dem Vorjahr ist die Zahl um 50% auf über 76.000 Brände gestiegen, mit denen die Feuerwehr im größten Regenwald der Welt zu kämpfen hat. Brandrodungen sind offiziell verboten, allerdings ist die Politik des amtierenden Präsidenten Jair Bolsonaro landbesitzerfreundlich. Die Brände sind sehr weit entfernt, die Straßen sind sehr schlecht. Bis wir ein Feuer erreichen, müssen wir 500 Meter, manchmal einen Kilometer mit unserer schweren Ausrüstung zu Fuß laufen. Brasilien steckt mitten im Wahlkampf und Landbesitzer gehören zur Stammwählerschaft des amtierenden Präsidenten. Von ihm wird nicht erwartet, dass er schärfere Gesetze gegen Brandrodungen auch umsetzt. Von seinem in den Umfragen führenden Kontrahenten Lula da Silva schon.